Es wird ab heute eine ganz neue Qualitätsoffensive bei den White Russians geben. Sehr Warum gut. weiß ich davon noch nichts? Weil ich mir das gerade ausgedacht habe. Der Grund ist der folgende. Ich habe aus irgendeinem Grund nochmal Staffel 9 gehört. Und du erinnerst dich doch an den Pitch and Shaman Verfilmer Studenten-Dude, ne? Jo. Der hat eine Aale. Und da habe ich mir beim ersten Mal, wo es darum ging, die Geschichte ausgedacht, wie die sich getrennt haben. Und die war eigentlich ziemlich gut. Da war alles dabei. Ein Swingerclub, eine offene Beziehung, ganz super modern und richtig nice. Und das war alles ganz wunderprächtig. Und zwei, drei Wochen später, ich glaube, vielleicht auch nur eine Woche später, aber ich glaube, wir hatten irgendwie eine Woche Pause dazwischen. Also auf jeden Fall fragst du mich dann nochmal danach und ich erzähle irgendeinen anderen Scheiß, der völlig sinnlos und langweilig ist. Und ich dachte immer, unsere Inkonsistenzen, die sind da, aber die sind nicht ganz so wild. Aber das ist ja furchtbar. Was heißt hier unsere? Ich sag mal so. Das sind deine Konsistenzen. Jetzt pass mal auf, Daddy. Ich erinnere nur daran, dass es irgendeinen NSC namens Khrushchev gab. Den Flummi einfach in Krishan umbenannt und wir haben es alle übernommen, auch du. Gut. Ohne zu hinterfragen. Und auch du, mein Junge. Niemals. Du musst überhaupt nicht anfangen. Du hast in deiner Ausrüstungsliste stehen, das Comlink der Orkin. Welche Orkin ist denn das, Daddy? Erzähl mal, Daddy. Du hast dich vor allen Dingen nicht mehr daran erinnert, dass die Nazis was mit diesen Viechern zu tun hatten. Und da warst du bei. Spieler ja, aber in-game. In-game hab ich's, Du das war lügst, ja reines du Ingame. Das auch Outgame nicht mehr. Natürlich nicht. Weißt du, wie lange das her ist? Ja, ungefähr anderthalb Jahre. Ich wusste das noch. Ja, du. Nee, zweieinhalb, oder? Ist aber völlig egal. Auf jeden Fall, was willst du dagegen ändern? Das wird jetzt hier die neue Qualitätsoffensive. Das ist erstmal eine Ankündigung. Der muss überhaupt nichts folgen. Wir machen jetzt... Dummes Gelaber. Ich hab schon befürchtet, dass ich irgendwie auch was aufschreiben muss oder so. Der SL Trump, die Zuhörer. Das steigert unsere Einschaltquoten bestimmt. Also ich sag mal so, ich hab schon eine Mauer in Moskau gebaut, bevor es cool war. Das war. Sogar mehrere. Und ihr habt. Und wir bezahlt. Haben nicht mehr dafür bezahlt. Und doch habt ihr. Alles klar, Donny Boy. Können wir den abwählen? Können die Leute Trump abwählen? Erst nach vier Jahren. In vier Jahren. Da können sie noch nicht direkt abwählen. Und sie können auch nicht ihn abwählen. Sie wählen ja trotzdem nur irgendwelche fucking Wahlmänner. Von denen man hofft, dass sie ihn dann abwählen. Ja. Bei mir ist es außerdem genauso wie bei Trump. Es geht nicht darum, mich abzuwählen, sondern den Mann hinter der Perücke. Den Fädenzieher, den heimlichen. Und ich sag mal so, Daddy, falls du dich fragst, wer der Fädenzieher ist, dann antworte ich mit, wer hat denn von Anfang an gesagt, das ist meine Welt? Ich glaube, es war Flummi. Ja, du ja. Lügst. Das kam von woanders. Ja, aber du hast es dir angenommen und zu einem Pseudomeme gemacht. Und das auch. Wieso habe ich dann nicht mehr Einfluss auf die Geschehnisse? Du hast Einfluss, du wirst das bloß so, du wirst leiden. Du bist halt ein bisschen masochistisch veranlagt. Ach so. Du willst eine rollenspielerische Herausforderung. Das war am Nexus immer so cool. Da haben Leute Konzepte gebracht wie Magier-Adept-Ghoul mit... Boah, warte mal. Wie heißt der Nachteil, wo man die doppelte Essenz verliert? Egal. Und dann halt voll gepumpt mit allem und halb ausgebrannt und noch irgendwelchen, ich glaube, ungehobelt war dabei und so ein Shit. Und dann, ja, ich möchte eine rollenspielerische Herausforderung. Das fand ich immer schön umschrieben. Ich möchte einen möglichst nicht spielbaren Charakter spielen. Zum Beispiel. Aber gut. Keine Ahnung, die das ist so das typische Ding, wo Leute dann, wenn die lange SR spielen, dann alle irgendwie, keine Ahnung, Meta-Varianten sowas mal spielen wollen, weil sie schon alles durch haben. Achso. Achso, vorletzte Woche. Ja. Viel Spaß und bleibt geil. Nee, vorletzte Woche, was war denn da eigentlich los? Wir haben ein wunderschönes Gespräch geführt.
Mit einem netten Herrn von Evo. Bist du sicher, dass das da war? Ich dachte, wir warten eigentlich nur noch auf die Infos von dem. Und das war doch letzte Woche. Und dann wussten wir doch nicht mehr, was wir jetzt noch machen sollen und haben den Spielabend beendet. Nee, vorletzte Woche, beziehungsweise letzte und vorletzte Folge habt ihr dann erst noch die pseudo-fette Geschichte aufgedeckt mit dem... Ihr wart doch die Moskauer Heinzelmännchen. Ihr seid doch bei dem Bodyguard eingebrochen, nachdem er ein bisschen rumgesucht hat und Kaban hier, was weiß ich, und so. Ihr habt den doch erstmal zum Chef gemacht. Ja. Das war letzte Woche und vorletzte Woche genau. Habt ihr euch mit dem getroffen. Ach so, stimmt. Also vorletzter Spielabend. Verzeihung. Mann, ich habe endlich die Titel von den Folgen so gewählt, dass ich erkenne, was da vorgeht. Die sollte ich mir mal angucken. Vielleicht erkenne ich das auch. Ah, aber mach's bitte auf YouTube und nicht auf WordPress, Daddy. Auf WordPress erwartet dich nur Hass. Okay. Du hast einen Spiegel auf WordPress? Viel Spaß und bleib Trump. Verdammt, ich hätte sagen müssen, bleib Trumped. Das ist eigentlich ein echt gutes Adjektiv. Jemanden zu trumpen? Das wäre dann ein Verb. aber schön, dass du es versucht hast. Ja, dass das ein Verb war, weiß ich, aber ich versuche gerade die Vielfalt. Ja, das stimmt schon. Auszutesten. Ich trumpte, er trumpte, wir trumpten. Die Offenbarung der unheiligen Essenz? Da weiß ich sofort, was los ist, Mann. Aber Juti. Genau. Okay. Das ist die Folge, wo Jojo Gandhi steckt, dass er schwanger ist. Ja, wir sind sehr weit zurück. Ja, eben, das passte so gar nicht. Es geht, es sind 6 Wochen oder so. Oder ja, eben, das war so. Folgen oder so, das ist echt wenig. Also, ich bin fast eigentlich gut dabei, sag ich mal. Ja, nee, ich meine, ich bin. Also, das Buffer zu haben ist ja wichtig, weil wir das ja auch durchaus benötigen. Weil ich nicht 2 Folgen pro Woche schneide. Psst, psst, psst. Psst. Ein Buffer hätten wir ja trotzdem, wenn es 2 Folgen pro Woche gäbe, weil der Abstand ja dann eigentlich nicht kleiner wird, Mann. Ah, das ist nicht so schlimm, wir haben immer noch Quantität wie sonst was, das passt schon. Müssen und wir uns Qualität, ja und Qualität. Nee, Qualität, weiß ich nicht. Qualität haben andere, wir bestechen mit Quantität. Richtig. Also und zumindest ich sag mal, loben sich genug, weit genug in den Himmel, dass sie so viel Qualität haben. Hey. Deswegen müssen wir mit Quantität aufwarten. Hat sie nicht gesagt. Oder so. Und Flummi, aus. In jedem Fall los. Er hat mich provoziert. Ist es ja so. Das nämlich? Alter, wie langsam das Gehirn ist, wenn du so ein richtiges Suppenkoma hast. Nee, Daddy, pass auf, als erstes kriegst du mit, dass Misha und Polina irgendwie eine Strafe abbekommen haben. Die müssen jetzt, also deren Motorräder wurden von Vlad eigenhändig entradet und die mussten irgendwie dann auch nach Tschow genau mit den Öffis und so. Dann gibt es immer wieder mal so, ihr habt ja jetzt noch ein paar Tage, ne, dazwischen, Gerüchte, so gerade brennereimäßig, dass, also die Leute dort haben alle echt viel zu tun, in alle Richtungen. Und Punkt. Das war's erstmal. Das macht mir irgendwie Sorgen, dass alle Leute um uns herum viel zu tun haben und wir kriegen keinen Job. Ihr habt auch viel zu tun. Nee, warte mal, ihr werdet bestimmt, ja, unausgespielt kriegt ihr ein paar Angebote, aber ich sag mal, das wird halt alles abgelehnt. Beziehungsweise, wenn ihr das dem Barmann sagt, wir sind gerade nicht zu haben, dann, weißt du, sagt ihr halt direkt, bei denen ist nicht. Ach so, okay. Zum Beispiel. Und ich denke nicht, dass es gerade für euch die Zeit ist, was zu machen soll. Für Jojo auf jeden Fall nicht. Richtig. Sie hat da so ein paar gewisse persönliche Probleme. Das stimmt.
Gut, was haben wir denn viel zu tun? Jojo kommt irgendwann zu dir und setzt sich mit dir entweder in dein Zimmer oder in ihr Zimmer oder wie auch immer. Ich möchte vorher gerne noch die Frage beantworten. Hauptsächlich gerade also ein paar Verstecke von den Waffen werden umgelagert, du erfährst ein paar von den Verstecken und Koordination mit den ganzen kleinen Straßenkids und Einzelschlägern, die man so anheuern kann, um euer Gebiet ein bisschen zu stützen, wer weiß, was kommt. Okay. Wir rüsten also zum Kriege. Nee, man will nur vorsorgen. Und das muss ich ja keinem erklären, der bei jedes Mal, wenn er aus dem Auto steigt, erstmal seine Waffe durchcheckt. Du weißt doch, wie es ist. Ja. Man weiß ja, wer Frieden will, rüstet zum Krieg. Das klingt vernünftig. So, ihr beide. Genau. Jojo klopft irgendwann an deine Zimmertür. Und geht rein. Ja, deswegen so ein Hab ich dich geweckt? Die Nacht war lang. Nachtschicht. Am Warenhaus. Arme Sau. Danke. Was kann ich für dich tun? Für mich tun im Augenblick gar nichts. Aber ich habe was mit dir zu besprechen. Ich bin gerade schon dann raus. Lass mich schlafen. Okay, ja. Hä, was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, wenn du nichts für mich zu tun hast und nichts Wichtiges ist, dann hätte ich jetzt rausgeschmissen. Aber okay, wenn du was besprechen willst, ist das eher du wichtig. Du hättest mich rausgeschmissen, Prospect. Ach, du hast es falsch verstanden. Ich glaube, du hast mich falsch gehört. Du hast es falsch gehört. Also ich habe gehört, du möchtest noch eine Nachtschicht. Sie grinst übrigens. Sie meint das gerade. Sie scheint das gerade nicht ernst zu meinen. Ja, das war ihm schon bewusst. Wie darf ich denn deine wertvolle Zeit in Anspruch nehmen, indem ich dir deine Fragen beantworte? Halt mal kurz. Sie drückte ihren Sohn in die Hand. Er ist auf mein Halt mal kurz reingefallen. Zu meiner Verteidigung, ich bin noch im Halbschlaf. Sie setzt sich hin und irgendwo gemütlich und nimmt dir das Kind wieder ab. Gut, das hat nämlich sofort angefangen zu heulen. Ja. Ich vermute das nämlich, dass Kava eine leichte Fahne hat. Das kann sein. Möglicherweise. Zumindest war er bestimmt nach der Nachtschicht nicht duschen. Das ist richtig. Okay. Sie beruhigt das Kind. Und also, es in der näheren Zukunft oder auch in der fernen Zukunft spielen ja dein ehemaliger und mein so halb ehemaliger Berufszweig, also mein nicht so richtig ausgeprägter Berufszweig, eine verstärkte Rolle. Also bei allem, was zu Brennerei und dem ganzen Kram zu tun hat. Sprich, das wird einen etwas größeren Raum einnehmen. Das heißt, dafür sind jetzt Zuständigkeiten verteilt worden. Und diese Zuständigkeit fällt an mich und an dich. Okay. Sprich, du wirst jetzt ein bisschen mehr in die Verantwortung gezogen. Okay. Bei allem, was Runs und den ganzen Runner und den ganzen Kram angeht. Ergibt Sinn. Ja. Du kennst dich da einigermaßen aus. Genauso gut wie ich, nehme ich an. Oder vielleicht sogar besser, weiß ich nicht. Und wir haben bis jetzt immer ziemlich gut zusammengearbeitet, deswegen ergibt das Sinn und wir kennen die Leute. Soweit so verständlich. Genau. Das wollte ich dir nur sagen. Ach so. Das war alles, es war ich kein dachte, das Aber. Das war jetzt, ich dachte, das wäre so vorbereitend auf Nein. das
große... Überhaupt nicht. Ich wollte dir nur sagen, dass du in diesen Zuständigkeitsbereich jetzt mit eingeteilt worden bist. Und das ist zwar aktuell so, dass großartige Zugeständnisse im Namen der Gang kannst du im Moment natürlich nicht machen, aber ich nehme mal an, dass du auch weißt, mit wem du reden kannst und wem du es besser nicht tust. Und deswegen, ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich, glaube ich, echt was wirr ausgedrückt. Ach, ich habe auch wenig geschlafen. Ja, schön. Ich kenne sogar den Schuldigen. Ich guck, nee, der war so gar einen... nicht schuld. Ernsthaft nicht? Nö. Huh. Der schläft mehr als ich. Irgendwas machst du falsch. Ja. Natürlich, klar, wenn es irgendwas Wichtiges ist, entweder gehen wir ja sowieso zu zweit hin, oder aber wenn wir nicht zusammen sind, dann geht's entweder an dich oder Vlad. Wenn es irgendwas Wichtiges ist. Alles, was das betrifft, tendenziell erstmal eher an mich. Gut. Aber wie gesagt, das bedeutet halt auch, dass du mit bestimmten Geschäftsbereichen und bei bestimmten Sachen jetzt einfach auch mehr mitkriegst. Soll mich nicht stören. Ich weiß, dass dich das nicht stört. Ich wollte es dir nur sagen. Okay, dann fühle ich mich geehrt. Juti, dann will ich dich auch nicht länger vom Pennen abhalten. Na, guckt auf seine Uhr. Ich habe eh nur noch eine halbe Stunde. Du hast nicht nur noch eine halbe Stunde, wieso? Wo musst du hin? Naja, bis mein Wecker klingelt. Weswegen klingelt dein Wecker? Ja, weil ich mich gestellt habe. Ich kann ihn ja auch wieder ausschalten. Pff, penn doch erstmal. Dich weckt schon jemand, wenn es sein muss. Ja, okay, oder so. Was soll denn das? Ansonsten sagst du, ich hab dir gesagt, du sollst den Wecker ausschalten. Das bringt doch nichts, wenn du zu irgendeiner Aufgabe gerufen wirst oder zu irgendwas, was vielleicht wichtiger ist und dann völlig übermüdet bist und nur Scheiße baust. Naja, übermüdet bin ich auch nicht. Hast du mir nicht gerade gesagt, du hast die Nacht so gut wie nicht geschlafen, weil du Nachtschicht hast? Die Fahne rieche ich bis hier und geduscht hast du auch noch nicht. Also nehme ich an, du hast auch nicht wirklich gepennt. Oder zumindest nicht sinnvoll. Na gut. Er nimmt seinen Comlink und schaltet den Wecker aus. Alles klar. Dann ab ins Bett, Tiger. Jawohl. Sie grinst. Ja, er schmeißt sich wieder aufs Bett. Kichert und geht raus. Als Jojo den Raum verlässt, klingelt dein Comlink. Oder wie das ging. Sehr gut. Ich wusste, ich brauche kein Soundboard. Meins? Ja, ja. Ja. Es ist fresh. Moin. Moin, du Kackbalken. Du wolltest irgendwas? Ja, du hast mich gerade voll geweckt. Lass mich mal kurz sammeln. Was wollte ich von Trash? Ja, aber ihr sagt, die neue Qualitätsoffensive. Nee, das war damals hier, weil die doch quasi die Drohnen von den Fickern da zerstört hat und eine von den drei Schlampen und Wichsern war, die Bones zerbumst hat. Und da, bevor ihr genau wusstet, was da los war, bevor ihr beim Kalifen bezahlt habt, wolltest du nochmal mit der quatschen, aber die war aus irgendeinem Grund nicht da. Achso, dann hat sich das ja quasi schon erledigt. Quasi. Deswegen habe ich das abgehakt. Das ergibt Sinn. Ja, ja. Ja, ja, schon. Mhm. Du, das ist, das hat sich schon erledigt, danke. Aber schön, dass du dich zurückmeldest. Ja, klar, hab ich ja gesagt. Gott sei Dank, ich hatte gedacht, das muss ich mal irgendwas machen, hab ich überhaupt keinen Bock. Kann ich verstehen. Und sonst alles fresh? Dieser Typ! Der war so neu, den habe ich noch nie gehört. Aber wisst ihr, was ich jetzt gehört habe, was mir neu war? Hm? Gegen Zwiebel verloren. Das ist die zweite Tussi, die dich in der Brennerei kalt macht. Ah. Erst vom Hacker vermöbelt, dann vom Zwerg unter den Tisch gesoffen. Man muss den Frauen ja auch eine Chance lassen. Ach du...
Ach so, du bist so ein White Knight-Typ, ja? Du weißt auch immer zuvorkommen zu Frauen. Hilfst du auch deinen Nachbarn, die Einkäufe nach oben zu tragen, wenn es Frauen sind? Manchmal. Scheiß Sexist. Wenn sie alt und gebrechlich sind? Ach, plötzlich sind sie noch alt und gebrechlich. Ich sagte ja manchmal, ich habe keine Klassifikation reingepackt. Bist du nicht ein alter gebrechlicher Hawk? Ja, so würde ich das nicht unbedingt behaupten. Ein Kerl in seinen besten Jahren, sagst du. Na gut, dann lass ich das mal durchgehen. Wenn es noch irgendwas gibt, also doch noch irgendwas gibt, dann melde dich am besten nicht und ne? Ansonsten sehen wir uns morgen mal auf dem Bierchen. Das denke ich. Wenn ich nicht gerade eher von irgendwelcher Frau unter den Tisch getroffen werde, ne? Na, ich würde mich. Ich weiß nicht, ich will das mit dir nicht probieren, aber. Ich mal mir jetzt natürlich bessere Chancen aus als vorher. Ist klar. Ah, super. Danke für den Anruf auf jeden Fall. Klar. Da, gute Nacht. Guten Mittag. Jo. Piep. Schön, dass die anruft. Ja, ich leg mich wieder hin. Du wirst sanft von dem Monotonen der Rattern, der in der Nähe befindlichen Monorails in den Schlaf wiegt. Und wenn der Punkt gekommen ist, wo die Augen dann gerade zuklappen und man noch halb mitbekommt, im übermüdeten Zustand, wie man jetzt entgleitet in die Zwischenwelt. Ins Land der kleinen Feen und Trolle. Übelste Sirenen! Riech viele! Nähern die sich? Nee, aber die sind relativ nah. Also, die selektiver Geräuschfilter. Knarren die sich, doch. Oh. Das sind bestimmt 4 Streifenwagen oder so, aber bestimmt so Truppentransporter. Die nähern sich. Na klar. Das ist ärgerlich. Ach, Jojo, du kriegst eine Nachricht. Gibt Stress? Gehen die zu uns? Achso, na, ihr draußen werdet das bestimmt auch ein bisschen verfolgen. Du hattest doch dem einen Typ gesagt, der kriegt freies Geleit, ne? Ja. Yep. Hat er bekommen. Hat aber 3 Bullenklöten am Arsch. Und der eine Truppentransporter, der wird dann bei euch in die Nähe hinfahren. Und dann werden die da erstmal stehen bleiben und warten. Pennen weiter, kommt von Jojo. Okay, selektiver Geräuschbilder auf diese Scheißdinger. Sehr gut. Wofür hat man die denn? Eigentlich wird alles ausgeblendet, außer Jojo Stimme und das Comlink. Soll sie dir ein Schlaflied singen? Nee, aber wenn du durch die Tür kommst und sagst, Achtung, Feuer, Feuer, dann möchte ich das mitkriegen. Ich hoffe, es kommt kein anderer rein und ruft das, wenn das Haus abbrennt. Deli? Ja? Du hast doch deinen selektiven Geräuschfiltern als Ohrstöpsel, ne? Ach ja, verdammt, ja. Die fallen dir dann natürlich leider raus und da ist irgendwas Lautes, was der Troll fliegt draußen auf die Schnauze und der hatte eine ganze Packung Bierdosen dabei. Bierdosen dabei. Die Hälfte explodiert und alle Gänger schreien auf, weil das Bier explodiert. Mein Herz verkrampft sich leidvoll. Nicht wegen der Lautstärke, sondern wegen dem Bier, das auf dem Boden kratzt. Ich sag mal so, du könntest bestimmt rausgehen und uns vom Boden schlecken. Nee, danke. Na, Jutti. Aber danach so ein schönes Bier zum Einschlafen? Das habe ich ja schon getrunken. Der ist jetzt oder auch mittlerweile, glaube ich, bist du dann wirklich auch zu fertig. Da denkst du ja nicht gerade an Bier. Aber gut, du hast dementsprechend den besten Schlaf der Welt. Also, ein was hatte ich noch vergessen. Und zwar, in den paar Tagen werdet ihr noch mitkriegen. Da war so eine Tochterunternehmen übergreifende Vorstandssitzung hier... Cooperation and Communication Seminar von Aztec. Und da haben einfach Terroristen eine Bombe reingeschmissen und die waren alle tot. Sind auch einige von der Liste,
die ihr nicht hattet. Hm. Es sind auch einige drauf, wo man sich zumindest denken könnte, der kommt mir auch noch mal bekannt vor. Man hat ja auch weitergesucht. Bei Neonet haben sie, berichtet man, dass es, dass man sich einfach, dass man gemerkt hat, dass gerade der der Austausch mit anderen Zweigstellen in Russland mal eine gute Sache wäre und hat ein paar Leute versetzt, die wollten versetzt werden und hat sich dafür frisches Blut rangeholt. Und bei Evo hat man noch festgestellt, dass das dass manche Personen, die wirken wie ausgewechselt. Also das ganz toll, die haben eine Entwicklung von heute auf morgen, nicht von heute auf morgen, aber innerhalb von so ein paar Tagen gemacht. Viel netter, viel besser, kompetenter, ganz toll. Super. Am Abend dann wird... Nee, warte mal, wir hatten das doch dann irgendwie am nächsten Montag sogar gemacht, ne? Quasi du schreibst dem hier, du kaufst dir... Du kaufst dir Acne-Creme und dann am darauffolgenden... Das war bestimmt Montag, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Qualitätsoffensive. Aber irgendwie kann ich mich dran erinnern, ich wusste, dass es Acne-Creme war, wo ich eine ganz bestimmte Packung eigentlich von ja, und mit einem, Benutzernamen noch. Genau, mit einem bestimmten Benutzernamen, aber irgendwie ist mir so im Nachhinein aufgefallen, nie klar, wie viel Zeit der braucht. Nee, er hat euch das letzte Mal gesagt, wenn er sieht, dass du das kriegst, dann trifft er euch am nächsten Montag, es war Montag übrigens. Es war auf jeden Fall Montagabends wieder in dem Schuppen. Okay. Das wäre dann in ein paar Tagen. Ja. Naja, ein bisschen Zeit will ich dem halt schon lassen. Ich sag mal so, wenn du dich nicht mit ihm triffst, wär's natürlich auch doof, auch wenn er es noch nicht hat, ne? Ja, ja. Nee, ich treffe mich schon mit dem, so ist das nicht. IoT. Ihr werdet also zu eurem Dings, zu eurer Gruppenkasse fahren, euch wieder schön bekleiden und dahin fahren. Wir haben doch unsere Gruppenkasse schon verlegt, die ist doch schon ganz nah jetzt. Genau. Deswegen müsst ihr doch trotzdem hinfahren. Das stimmt. Also bleibt es bei meiner Aussage? Entschuldigung. Unterbrich mich nicht. Auf jeden Fall los. Werdet ihr vielleicht kurz vom Truppentransporter, beziehungsweise eher von seinem Innenleben nochmal untersucht. Und dann wäre natürlich, wenn man sieht, ihr habt Wäffelchen, die Lizenzen nochmal in Augenschein genommen und ihr kriegt nochmal böse Blicke. Ich gucke unschuldig. Es scheint hier nicht zu wirken, sie sind immunisiert worden. Sie mussten in ihrer Ausbildung kleine Kaninchenbabys töten. Unverschämtheit, beim nächsten Mal ziehe ich mir Hasenohren auf. Dann haben sie doch den Reflex, sich ertränken zu wollen. Ich möchte wissen, ob ihr jahrelanges geistiges Training etwas gebracht hat. Bestimmt. Ich könnte es auch mit Katzenohren probieren. Ich finde die japanische Popkultur total scheiße. Mich nervt das total. Ich finde auch nicht, dass es in Shadowrun was zu suchen hat, aber ich möchte gern Katzenohren. Ich habe nicht gesagt, dass ich das will. Ich habe nur gesagt, dass ich es damit versuchen könnte. Damit sie nicht den Reflex haben, mich zu ertränken. Vielleicht mussten sie auch Katzenbabys ertränken. So genau weiß man das doch nicht. Werde zu einem Riesenlöffler in einem großen Kostüm. Ich probiere es mit einem Nacktmull. Dann haben sie Mitleid. Ja, oder sie haben Angst und bringen dich direkt um. Aber Nacktmulle sind doch nicht groß und böse. Nacktmulle sind nur klein und hässlich. Das stimmt. Aber ich finde, ein Grottenolm würde dir noch besser stehen. Das ist richtig. Die sind schon ziemlich berstig. Schleimig weißlich, aber ich finde Nacktmulle hässlicher als Grottenolme. Grottenolme sehen nur aus wie weiße Lurche. Na gut. Wie auch immer. In jedem Fall verhält es sich so, dass er dort wieder schön bekleidet und mit der letzten Ausrüstung, also die ihr auch letztes Mal hattet, ankommt. Dann wird das Essen übersprungen. Und ihr direkt in diesen Entspannungsraum vom letzten Mal, der war doch schön.
Guten Tag. Hallo. Moin. Ich habe Ihr Problem vom letzten Mal angesprochen. Er meint, es gäbe dann eine ganz, wenn sie im Menü fällt, direkt, da kann man dann doch den Metatyp auswählen, dann sollte Ihr Sitz dann auch sich direkt nochmal ein bisschen besser anpassen. Oh, sehr schön. Ja, natürlich. Das mache ich direkt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so gut klappt mit der Kommunikation, und allgemein mit, dass sich alles so schnell geklärt hat und so. Das stimmt doch fröhlich. Zu den Informationen, die sie wollten. Mein Vorgesetzter hatte lange Kontakt zu mehreren Bankangestellten einer Bank, die ich mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung bringen konnte, tatsächlich mit der Worry. Dieser Kontakt endete dann abrupt vor 6 Monaten, inklusive aller möglichen Geschäfte. Deswegen gab es dann auch einige Umstrukturierungen bei uns. Das war alles sehr kompliziert. Das war auch mit einigen Einbußen verbunden, auch dann, die er privat zahlen musste. Sowas wie Strafzins und dergleichen und verschiedene andere vertragliche Sachen, wie auch immer. Er hat dann Kontakt aufgenommen mit wie soll ich das sagen? Mit äußerst zwielichtigen Gesindel. Er taucht dann. Ich habe einige Bilder, zeige ich euch ein paar Bilder. Die wirken natürlich schon um einiges brutaler. Ich habe nachgeforscht, der eine steht in direktem Kontakt mit dieser High-Gang da in Bergovoj. Mhm. Und da ist dann wohl, da gab es viele Treffen, wirklich nicht wenige, und da scheint er wohl dann sich hin orientiert zu haben. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, ich hoffe, Sie können was damit anfangen. Naja, machen Sie sich darüber keine Sorgen. Gut. War das alles? Das ist ja das, was Sie wissen wollten, nicht wahr? Hm. Und das ist das, was ich ungefähr herausfinden konnte. Das hat auf jeden Fall schon mal weitergeholfen. Vielen Dank dafür. Soll ich an dieser Sache noch dranbleiben? Es wäre sehr nett, wenn Sie das tun könnten. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Das Problem ist zurzeit, dass wir... Kaskadeneffekte beobachten. Also dadurch, dass wohl tatsächlich das Problem sehr, sehr übergreifend ist und viele Stellen neu besetzt werden mussten, haben sich wohl einige Führungskräfte direkt versetzen lassen in andere Staaten und sind zum Teil, haben sich einen anderen Arbeitgeber, also eine andere Tochterfirma als Arbeitgeber gesucht, die dann auch zum Teil in anderen Bereichen Russlands unterwegs sind und haben sich da geht meine Spekulation zu weit, aber haben sich da eventuell in Repressalien entzogen und dementsprechend wird es schwierig, nehme ich an. Und ich will mich ja nicht zu sehr weit hängen, weil mich das natürlich dann auch in gewisser Weise mit ins Kreuzfeuer bringt, aber ich werde sehen, was ich vielleicht noch tun kann. Das wäre sehr freundlich. Ansonsten machen Sie es kleinschrittig. Immer ja, mal wieder, ja. Dann fällt das nicht so auf. Ich meine, es ist immerhin auch im Interesse Ihrer Firma, wenn solche Machenschaften... Dann müssen sich da andere Abteilungen drum kümmern. Also das liegt weit außerhalb meiner Kompetenz. Das sind auch einfach Strukturen und Organisationen, mit denen man nicht zwingend etwas zu tun haben möchte. Das kann ich natürlich verstehen. Wie gesagt, es würde trotzdem helfen, wenn Sie vielleicht noch ein bisschen dranbleiben könnten, so Sie die Möglichkeit dazu haben. Natürlich. Also ich denke ja schon, dass unsere Zusammenarbeit bis hier doch sehr, sehr fruchtbar war und da lässt sich bestimmt noch auch in Zukunft vielleicht eventuell, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Gerne.
Also, von meiner Seite aus sehe ich da überhaupt kein Problem. Ich stimme dir davon ganz zu. Es tut mir leid, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich würde sie übergehen oder so, dass das, Wieso das denn? Keine Ahnung, ich hatte, ich weiß nicht, Inwiefern denken Sie, dass Sie uns übergehen würden? Nein, ich meine nicht Sie, ich meine Herrn Kaban. Nein, Herrn Frischling. Einfach, ja, es ist eine die Gesprächshierarchie, die ist etwas ungewohnt, ja. Machen Sie sich deswegen keine Gedanken. Ja, Sie fühlen sich ja frei, alles einzuwerfen, was... Selbstverständlich. Das ist schön, schön. Jo, ihr schmunzelt ein bisschen. Nun gut. Da Sie, zumindest Interesse geäußert haben für eine zukünftige Zusammenarbeit, wenn ich Sie richtig verstanden habe und, Sicher nicht auf regelmäßiger Basis, aber ich denke, es könnten ja immer wieder mal Fälle auftreten, wo... Natürlich. Natürlich nicht auf regelmäßiger Basis, dann, wenn sich etwas ergibt. Ja, natürlich. Nehme ich an, dass Sie, sich nicht... dass Sie keinen Anstoß daran nehmen, wenn ich Ihnen vielleicht noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg gebe. Ich finde genauso wie Sie, dass wir ein sehr gutes, dass unsere Zusammenarbeit sehr gut funktioniert hat und ich würde das gerne auch in Zukunft so haben. Und ich denke, dass es zumindest mal sein kann, dass Sie vielleicht auch Hilfe benötigen könnten bei einem speziellen Problem, bei dem wir vielleicht nicht unbedingt die richtigen Ansprechpartner sind, um das auszuführen, sondern vielleicht eher zur Vermittlung. Und sollte es mal zu so einem Fall kommen, wäre es doof, Sie da unvorbereitet reinlaufen zu lassen. Haben Sie das Gefühl, ich bin unvorbereitet? Also das soll jetzt nicht provozierend oder so klingen, das hat mich tatsächlich überrascht. Nein, aber man merkt, dass Sie damit bisher noch nichts zu tun hatten. Naja, Sie geben verhältnismäßig viel über sich preis, was zwar einen sehr offenen Eindruck macht und Vertrauen schafft, aber eventuell sie in einen Zusammenhang bringen kann, in den sie vielleicht nicht gebracht werden möchten. Entweder mit ihrem Konzern oder vielleicht auch im Privaten. Und das kann vielleicht irgendwann mal zu Problemen führen. Insbesondere dann, wenn sie eine Hilfe in Anspruch nehmen, die möglicherweise dafür sorgen könnte, dass jemand anders das Nachsehen hat auf die eine oder andere Art und Weise. Und Menschen reagieren ja dann manchmal etwas ungehalten. Pikiert. Oder pikiert. Ich brauche bitte mal eine Probe auf Charisma. Und... Oh nein, was habe ich denn jetzt Schlimmes gesagt? Charisma. Du hast ihn eingeschüchtert. Ich weiß, ich kenne deine Intention, aber es kann ja durchaus sein, dass das jetzt versteht als ich fick dich, wenn ich will, du kleines Stück Scheiße. Charisma und? Charisma. Bräuche? Nee, Charisma. Doppeltes Charisma. Nein, Charisma plus Charisma. Läuft bei dir. 4 Erfolge. Mhm. Sprich weiter. Rede ich weiter rein, heißt das. Mit anderen Worten. Sie schmunzelt ein bisschen. Es schmunzelt nicht, nein, sie lächelt. Um,
Verstehen Sie, das schließt zum Beispiel so Dinge ein wie, wie Ihr Hautimplantat oder ähnliches. Insbesondere, weil Sie ja vermeiden möchten, mit so etwas in Verbindung gebracht zu werden. Und das Erkennungsmerkmale sind, die Sie leichter identifizierbar machen. Ja, das scheint einleuchtend. Und eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist, ist ein gewisses Schubladendenken. Selbstverständlich. Also, Entschuldigung. Selbstverständlich, ja. Das kann nicht immer zwingend von Vorteil sein, weil Sie nie genau wissen, wer vor Ihnen steht. Nie. Ach, Sie meinen in Bezug auf meinen sozialen Umgang? Nein, nicht Ihren sozialen Umgang, sondern... Auf mein soziales Verhalten, das meinen Sie? Nein, verstehen Sie mich nicht falsch. Sie haben uns das letzte Mal gefragt, oder sagten, wir seien doch keine Angehörigen einer Gang oder kriminellen Vereinigung oder derartigem Abschaum. Ich glaube, so ähnlich waren Ihre Worte. Er hat niemals das Wort Abschaum in den Nein, ich weiß aber nicht mehr, welches er benutzt hat. Er hat aber irgendwas gesagt. Nein, nur Gang. Okay, er hat es auf jeden Fall recht abfällig gesagt. Ja. Dann streich bitte Abschaum. Ja, das war meine Ausdauer. Das ist ja gewissermaßen, also ich meine, das ist ja doch, also die Grundlage von Geschäftsbeziehungen auch in dieser doch schwammigen Richtung, nicht wahr? Inwiefern? Naja, also ich meine, eine Gang ist ja doch unkontrollierter, geht sehr viel, ich meine, sie haben die Dinge erledigt und ich habe keinerlei Gewaltanwendung gehört und ja, Gangs verkaufen Drogen auf dem Schulhof und überfallen kleine Läden und schießen mit Schrotflinten den Ladenbesitzern ins Gesicht. Das ist ja etwas anderes als die Art als die Art Geschäft, die wir gewissermaßen. Was ich jetzt tue, ist, ich gebe Ihnen einen sehr großen Vertrauensvorschuss. Das müssen Sie nicht tun, wenn Sie sich damit unangenehm fühlen. Aber ich möchte das gerne. Dann, ja, gut. Ich fühle mich damit nicht unangenehm, weil es etwas ist, was Sie wahrscheinlich früher oder später sowieso herausfinden werden, wenn Sie sich irgendwann weiter informieren. Ich für meinen Teil bin Mitglied einer Gang. Er guckt etwas hilfesuchend zu Kawa an. Also so, der weiß noch nicht, ob er es jetzt lustig finden darf. Keine Sorge. Nicht alle ihre beschriebenen Vorurteile zählen. Er ist noch nicht fertig. Wissen Sie, Ihre Angestellten, wenn sie vor Ihnen stehen, halten Sie ja auch nicht für jemanden, der sich mit, ich sag mal sowas wie inoffiziellen Außendienstmitarbeitern trifft. Und genauso können Sie nie wissen, wer vor Ihnen steht. Gut, ich werde versuchen, das zu verinnerlichen. Es war ein, Sie hätten mich fast gehabt, muss ich gestehen. Ich meine das ernst. Es ist tatsächlich so. Ja, aber... Sehen Sie, wenn Sie
etwas Bestimmtes erledigt haben möchten, dann spielt es letztendlich keine Rolle, wer das macht, weil er ihnen sein Es geht nie darum, wer etwas macht, sondern wie es gemacht wird. Und da bin ich ja durchaus sehr, also da bin ich ja überzeugt, dass sie da beste Arbeit geleistet haben. Ich verstehe den Punkt. Ich bin nur überrascht. Ich denke, das beschreibt es nur ungenügend. Sie beide hatten hervorragende Tischmanieren und es scheint mir ja schon so, als würden sie vielleicht auf einer Stufe operieren, die Mitgliedschaft in einer Gang obsolet werden lässt. Naja, das spielt ja letztendlich keine Rolle. Und das ist auch etwas, was ich mit Ihnen, wie Sie sicherlich verstehen, Nein. Also, ja. Solange Sie nicht in einer Art und Weise Geschäfte umsetzen, wie sie mir im Tritt oder in den Nachrichten, in den Medien gezeigt wird, wie Gangs Dinge handhaben. Ich verstehe Ihren Punkt, ja. Seien Sie versichert, nicht alles, was irgendwo berichtet wird, stimmt und auch nicht alles, was der Tritt berichtet, stimmt. Natürlich nicht, aber es ist doch schon eher selten, dass Gänger und Gängerinnen über ein solches Maß an Etikette verfügen, gerade in diesem Etablissement, oder? Es geht. Überreden. Wieso? Es kommt drauf an, mit wem er redet. Ich finde, er hat einen Punkt. Nenn mir fünf. Also, würde Kabe noch sagen, er hat einen Punkt, glaube ich. Kaban, der Professor, Odesu. Nein. Okay. Keiner von denen hat in der Mittelschicht gelebt. Kaban hat einen ausgezeichneten Wurf und konnte sich von Dinge von dir abgucken und hat Benimmunterricht von Billy bei dem Hunderun bekommen. Richtig. Die haben allen, die allein wie der Troll ist, der kommt trotzdem aus der Unterschicht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich das falsch verstanden. Du kannst ihn anlügen, mir ist das falsch. Nö, ich muss ihn nicht anlügen. Das ist normale Mittelschicht gewesen, das fällt sofort auf. Du erkennst doch, ich sag's mal ganz blöd, wenn ich dir irgendeinen Film zeigen würde und einen Ausschnitt aus Schwiegertochter gesucht, Bauer sucht Frau oder irgend so einen Scheiß reinschneiden würde, würdest du sofort erkennen, dass es von RTL ist und dass uns hier die soziale Unterschicht gezeigt werden soll. Ja, okay, das stimmt. Oder wenn ich dich hier netto um die Ecke stelle, würdest du auch sofort auf Menschen zeigen und sagen, aha, guck mal. Unterschicht. Abschaum. Ja, aber das ist einfach nur dem Wohnort von euch geschuldet. Bitte, ich finde auch die Netto bei dir. Gehst einfach dahin, wo die Sozialbauten sind. ja, klar. Nichts gegen Menschen in Sozialbauten? Natürlich nicht. Ich sage nur, du erkennst Leute mitten im Habitus. Der dem entspricht, was du erwartest. Und Sprache erkennst du auch relativ schnell. Du hast ja recht. Nein, also Jojo muss sie nicht anlügen, das brauchst du nicht. Nein, Jotti. Du kannst natürlich auch zu seiner Frage schweigen und schmunzeln. Das macht sie. Delicious. Delicious. Allerdings wäre so etwas auch, oder auch der Kontakt etwas, wobei sie auch gerne auf uns beziehungsweise auf mich zurückkommen können. Das ist auch kein Problem. So wie für eine Aufgabe nicht geeignet sein sollten, kann ich ihnen dann auch entsprechende Kontakte vermitteln.
wenn ihnen das dann weiterhilft. Jetzt macht er beide nochmal eine doppelte Charisma-Probe. Wieso ich? Ich sag doch extra nichts den ganzen Tag. So, du hast dich doch gut angestellt. 4 Erfolge. Ja, na klar, hast du 2x4 Erfolge. 2 Erfolge, immerhin. Er scheint kurz nachzudenken. Ja, ich denke, das wäre wohl das Beste. Sie hatten darüber hinaus gesagt, dass sie zwischendurch mal Probleme bekommen könnten, weil sie in ihrer jetzigen Stellung möglicherweise besser überwacht werden. Was sich da anbietet, ist, dass sie sich zum Beispiel mit jemandem aus der Security gut stellen oder sich jemanden suchen, dem sie vertrauen können und der bestimmte Dinge für sie erledigen kann, quasi eine Art Mittelsmann oder sowas. Ja, vielleicht wäre das gar keine schlechte Idee. Irgendjemand findet sich immer. Ja. Und wenn es dann nochmal zu einem Treffen kommt, Entschuldigung, ich war gerade irgendwie weg. Wenn es dann nochmal zu einem Treffen kommen sollte, dann und das nicht an einem Ort stattfinden kann wie diesem hier. Ja, es war jetzt eher aus der Not geboren. Vielleicht sollte man sich dann das nächste Mal auch andere Treffpunkte, also wechselnde Treffpunkte suchen. Ja, zum Beispiel. Wenn keine Sicherheit von vornherein da ist, dann lohnt es sich auch, sich gegebenenfalls mal jemanden zur Sicherheit vor die Tür zu stellen. Ob das jetzt jemand von ihrem eigenen Konzern ist oder jemand Fremdes, das müssen sie wissen, aber auch wenn sie jemand Fremdes wollen, sind das sicherlich Kontakte, die man ihnen vermitteln kann. Aber warum sollte das nötig sein? Weil es schon mal sein kann, es passiert selten und je nachdem, wie gesagt, wenn sie sich auf vermittelte Kontakte verlassen, sollte damit nicht zu rechnen sein, weil die Leute vorher ja ausgesucht werden. Aber wenn die Leute sich nicht kennen, die da zusammenkommen, kann es hin und wieder mal sein, dass es Probleme geben könnte. Sollten die Befürchtungen dieser Linie haben, rufen wir einfach an. Das gestaltet sich ja zurzeit noch als schwierig. Wir werden da Möglichkeiten finden. Bestimmt. Überlegen Sie sich dann vorher genau, welche Konditionen Sie haben wollen, zum Beispiel wie unauffällig die Aufgabe erledigt werden soll, ob es in Ordnung ist, wenn die Leute, je nachdem, um was es sich handelt, kann es schon mal sein, gerade wenn es etwas schlechter bezahlte Aktivitäten sind, dass manche Leute sich gerne einen kleinen Nebenverdienst dazu mitholen. Das heißt, sie nehmen gegebenenfalls Dinge mit, die nicht unbedingt Teil des Auftrags waren. Ob sie das möchten oder nicht, liegt selbstverständlich in ihrer Hand oder ob ihnen das egal ist. Das sind nur Dinge, die man vorher dann abklären sollte. Genauso wie sowas wie eine eventuelle aus Sicherheitsgründen permanente Ausschaltung von Leuten, die einen gegebenenfalls am Vorhaben hindern wollen. Nur, dass sie sich sowas im Vorhinein am besten dann überlegen. Ja. Und geben Sie den Leuten am besten vorher alle wichtigen Informationen mit. Keine falschen Informationen, das ist wichtig.
Die Leute müssen nicht wissen, warum sie etwas tun. Selbst wenn ich ihnen Kontakte vermitteln sollte, muss ich nicht wissen, warum die Leute irgendetwas tun sollen. Aber sie müssen alle relevanten Informationen haben. Das erspart den Leuten sehr viel Zeit und ihnen sehr viel Geld, wenn Vorabinfos geliefert werden, weil der Preis dadurch niedriger sein kann. Aber solche, sollte es nochmal, oder wenn es dann nochmal vorkommt, dass sie eventuell Hilfe brauchen, kann man solche Details dann auch nochmal besprechen. Das ist natürlich jetzt alles ganz schön viel. Warum sollten sie mir so, warum, sie wollen sehr sicherlich nicht mein Steigbügelhalter sein. Was meinen Sie damit? Ihnen dabei helfen? Ja. Ich meine, warum sollten Sie jetzt nicht einfach dieses Gespräch aufzeichnen und mich damit? Weil sowas schnell irgendwie herauskommen kann. Und um ehrlich zu sein, ich Leute schätze, die ihr Wort halten und denen man vertrauen kann. Und ich würde ihr Vertrauen damit missbrauchen, wenn ich dieses Gespräch jetzt einfach aufzeichnen würde. Ihr nickt. Letzten Endes, natürlich, sie könnten es nicht wissen und sie könnten es nicht, würden es vermutlich nicht mal merken, aber ich habe kein Interesse daran, es würde meinem Ruf schaden. Und das wäre schädlich an anderer Stelle. Ich verstehe, ja. Ich hoffe, Sie haben mich jetzt nicht falsch verstanden. Ich wollte Sie nicht verunsichern. Darum werden Sie natürlich nicht umhinkommen, aber die Aktivitäten, die ich bei meinem Vorgesetzten gesehen habe, das, was ich mir zusammenreimen konnte, das hat mir schon auch deutlich gemacht. Und ich habe natürlich dann auch dessen Vorgänger ein wenig nachgesehen, was da so passiert ist. Man weiß ja von abteilungsinternen Querelen und von den kleinen Sticheleien und von den kleinen Dingen, die unternommen werden, um sich seine Position zu sichern oder so etwas. Und dass meine Vorgänger schon auch dann außerhalb des Konzerns sich noch Vorteile verschafft haben und wie auch immer. Naja, ich sag mal so, es könnte noch jemand anders auf die Idee kommen, auf eine Art und Weise an ihren Job kommen zu wollen, wie sie jetzt an ihren Job gekommen sind, deswegen. Natürlich, ja. Und das sind natürlich Vorgänge, bei denen ich mir zumindest vorstellen kann, die sie eher vereiteln möchten. Zumindest unmittelbar mache ich mir da auch wenig Gedanken. Du siehst kurz das Blinken des Wichsers in seinen Augen. Mhm. Herr Frischling, haben es war jetzt schon sehr viel, aber wo wir jetzt gerade so gemütlich beisammen sind, hätten Sie noch irgendetwas hinzuzufügen? Der arme Mann. Nun, wie gesagt, also sehr viel von dem, was ich sagen würde, ist bereits gesagt worden. Wenden Sie sich einfach vertrauensvoll an uns, wenn Sie Fragen oder Hilfe benötigen. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen.
Ja, dann hätte ich jetzt gern die Nummer von der Service-Hotline. Kein Problem. Das ist noch etwas, über das ich mir Gedanken werden muss, das machen muss. Sie haben ja jetzt ein Konto und ich kann darüber zumindest den Erstkontakt irgendwie herstellen. Was mich gerade noch interessiert, und zwar, wie gesagt, mein Wissen stammt von Karl Combat Mage. Das ist eine sehr interessante Sendung, muss ich gestehen. Und ich kann es kritisch betrachten. Es ist ja, letztlich ist es doch Global Entertainment Schmodder und was Ares produziert, das produziert Ares. Wir wissen alle, was dem und so weiter. Es ist natürlich trotzdem unterhaltsam und das ist ja auch etwas so. Aber ich denke, sie haben ja bestimmt irgendeine Art Profession, sie sind ja Gänger, aber sie haben ja bestimmt dennoch irgendeine Art Ausrichtung. Wir sind kreative Problemlöser. Ja, sehen Sie, das ist die Bezeichnung, unter denen ich Sie einstellen würde. Das wäre ja aber dann nicht Ihr Fertigkeitsset. Ich meine, ja, Sie sind innovativ, kreativ, begeisterungsfähig, teamfähig und kreativ, aber das würde Sie ja nicht an jeder Stelle kompetent machen. Da haben Sie voll und ganz recht. Jojo macht so eine Krizzelbewegung mit den Händen, also diese typische Mage-Bewegung, weißt du, was ich meine? Aber sie macht nur die Bewegung. Ja. Ein kluges Mädchen. Ah ja, okay. Und ich bin durchaus fähig, zu rabiateren Möglichkeiten zu führen, zu greifen, wenn das nötig sein müsste, oder vor solchen zu schützen. In Ordnung, gut. Ich nehme an, dass Sie dann auch ihre Kontakte jeweils in diese Richtung. Nein. Nicht nur. Gut, das wäre ja auch sicherlich jetzt noch völlig. Unser Portfolio ist relativ breit gefächert. Ja, das, gut. Darunter kann ich mir auch etwas vorstellen. Danke. Mechanik ist auch kein Problem. Alles, was mit Schrauben und Platinen zu tun hat, ist handelbar. Objektbeschaffung. Zum Beispiel. Naja. Ich denke, das hat zumindest einen kleinen Eindruck gegeben. Ja. Gut, dann danke ich Ihnen erstmal. Ich werde als erstes versuchen, mich um einen Verbündeten zu kümmern und dann hoffe ich ja schon, dass wir uns so bald nicht direkt wieder. Nicht wahr? Es sei denn, Sie finden vielleicht noch ein paar andere Informationen. Und davon abgesehen, ja. Ich habe nicht vor, jetzt in nächster Zeit, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwann in Zukunft eine Rolle spielen wird, meine Position weiter aufzuwerten oder irgendetwas anderes, mir in großem Maß weitere Vorteile zu verschaffen. Ich bin tatsächlich jemand, der genug bekommen kann. Das heißt, deswegen meinte ich, hoffentlich sehen wir uns nicht so bald wieder. Es wäre dann vermutlich nur, wenn ich noch Informationen habe, natürlich, aber darüber hinaus, wenn ich direkt Hilfe benötige, weil ich ein Problem habe. Selbstverständlich. Gut. Also dann? Ja, dann halten wir es wie das letzte Mal. Er steht auf,
verabschiedet sich mit leichterem, kurz zögernderem Händedruck. Und dann verschwindet er. Was sehr gut ist, denn jetzt könnt ihr endlich furzen, denn diese Sitze, Alter, die drücken irgendwie ganz komisch in den Rücken. Und dann, oh. Jojo muss nicht furzen. Und Kavan kann sich benehmen. Ja, kann er. Aber wenn der Typ raus ist, muss er es nicht mehr. Und du weißt schon, wenn der so ganz kurz vorher hängt und du die ganze Zeit die Poperze zusammendrücken musst, ist ja auch nicht schön. Kabans Magen grummelt, aber es ist eine Lady anwesend. Mhm. Das Chili von gestern. Jojo grinst dann irgendwann. Sag mal, musst du nochmal aufs Scheißhaus, bevor wir gehen? Nee, alles gut. Aber das klingt so. Ja, es, Nicht, dass du wieder in den Wagen machst. Du kriegst einen vernichtend bösen Blick von Kavan. Sie kichert. Gut, dass die Privatsphäre-Einstellung dieses Raums noch gelten. Sonst hätte ich es nicht gesagt. Besser ist es. Oh, die sind leider gerade abgelaufen gewesen. Hm. Meine Rache wird gnadenlos sein. Welche Rache? Was willst du machen? Mir ein Furzkissen unter den Stuhl legen? Wer redet denn vom Kissen? Die Windel meines Sohnes. Ich werde dich besuchen, während du schliefst. Da habe ich Angst vor. Siehst du? Nun, ich glaube, wir haben lange genug gewartet. Ja. Nach dir. Sie geht. Er schließt nochmal kurz vorher die Tür und dann... Dieser Raum ist für die nächsten 10 Minuten nicht mehr zu benutzen. Ich sag mal so, der Pheromonscanner nimmt es wahr und wird da schöne Luft reinpusten. Ach, ist das schön. So ein Abzugshaube in der Küche. Seit Kaba da wohnt, musste Jojo die Lüftung schon zweimal warten. Da wohnt ein Troll. Ja. Und der ist ja ein Bodenfeuertopf. Oh. Ja, aber Kaban macht ja den jetzt häufiger. Das stimmt. Und Kaban hat eine sehr komplizierte Verdauung. Ja, aber dieser Troll. Der isst so gerne Bodenfeuertopf und Kaban macht den so feurig. Aber, das ist aber richtig. Trolle furzen doch nicht mehr, also volumentechnisch mehr, aber doch sonst nicht mehr als andere auch. Ja, aber Leute, die gern Bodenfeuertopf essen, furzen häufiger als Leute, die das nicht so gerne machen. Das könnte in der Tat sein. Und weißt du, wer auf Kopfhöhe ist? Also auf Arschkopfhöhe. Platz Kinder in 2 Jahren. Du. Verdammt. Aber ja. Nee, das reicht noch nicht. Mit 4 sind die 6. Nee, das reicht nicht. Okay. Wir gehen. Wir fahren zurück. Ja. Brumm, 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 brumm. Brumm, brumm. Haben wir ihn gerade auf die böse Seite der Macht gezogen? Nein. Wir haben nur... Ach, der wird sowieso früher oder später Probleme haben. In dem Bereich sind die doch alle mit irgendwelchen Dingen. Er weiß jetzt, wie leicht es ist. Weißt du? Hm. Er muss nur lernen, wie leicht das ist und wie gut das funktioniert. Das und es räumt so viele Problemchen aus dem Herrn. Ja, irgendwann wird sowieso jemand kommen, der seinen Job haben will. Vielleicht will der nicht höher hinaus, aber jemand will so hoch hinaus, wie er ist. Das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein. Wenn er auf solche Mittel zurückgegriffen hat, wird er das vermutlich auch öfter tun. Es war ja keine lebensbedrohliche Situation, und der war. Oder irgendwas anderes. Er wollte einfach nur einen besseren Job. Der wurde
wusste ja auch nicht, dass ihr gleich jemanden dafür das Hirn wegpust. Ach nee, der Bodyguard lebt ja noch. Oh. Wir haben niemanden umgebracht. Ich erinnere mich, dass Kaban jemanden durchs Auge geschossen hat. Durch beide Augen. Und durch den Nasenrücken. Halt dich für ein Gerücht. Kannst du nie nachweisen. Du lügst. Naja, ich kann das ziemlich gut nachweisen. Das denkst auch nur du. Ihr wart die dunklen Heinzelmännchen. Das stimmt, aber das ist ja nicht so schlimm. Das weiß der ja nicht. Ja, nö, wir fahren zurück. Alles easy. Jo. Ich glaub trotzdem noch nicht so ganz dran. Irgendwas ist da noch. Mein Bauch sagt mir, dass da noch was ist. Naja, er war halt mit den Sharks verbandelt sehr viel. Ja, und damit mit Florina, aber irgendwie sagt mir mein Bauch trotzdem, dass da noch irgendwas ist. Ja, sagen muss ich das trotzdem. Aber ich bin noch nicht ganz glücklich. Eigentlich will ich noch wissen, was der weiter hat. Aber es ändert nichts dran. Das ist wohl richtig. Jojo, geht mal ihren Bruder aufsuchen. Judy, erstmal kommt dir Tamamba entgegen. Jojo? Ha? Warum werde ich dazu gezwungen, Englisch zu lernen? Ich kann Englisch. So viel, wie ich muss. Weil zumindest die Möglichkeit besteht, dass ihr vielleicht später einen etwas längeren Ausflug macht. Sie dreht sich um und geht zu Vlad. Das Jojo geht hinterher, die wollte auch zu Vlad. Das weiß die ja nicht. Ja. Naja, aber wenn die Tür dann hinter ihr zugeht. Geht Jojo rein. Du verdirbst mir den ganzen Spaß. Okay, soll sie warten? Nee, jetzt bist du ja schon drin. So macht ja. Das alles keinen Spaß. Boah, das ist mir eindeutig. Boah, zwei von der Sorte. Einer von euch verpisst sich jetzt. So, was hast du? Guck Jojo an. Neue Infos. Und du? Sie verlässt den Raum. Ich komm später nochmal. Okay, Rangfolge geklärt, definitiv. Ja, wow, sie hat gangbezogenen Stuff und sie nicht. Soll sie sagen, meins ist wichtiger oder fängt sie sofort eine? Also nee, fängt sie sich nicht zwingend, aber ich meine, das ist halt wie wenn du gehst und sagst, ey Vlad, jemand muss sich mal drum kümmern, dass mein Klo repariert wird und du sagst, ich habe neue Infos. Rat mal, wer dann Vorrang kriegt. Warte mal, du hast neue Infos zu dem Ding hier, Bones. Ja. Yep. Wo ist denn dann der Frischling? Der kriegt gerade eine Nachricht. Frischling, antanzen. Jo, ich gehe rein, weil ich bin hinter ihr hergelaufen und ich wusste nicht, ob ich mit reinkommen darf. Lass dich nicht so von der unterbuckeln. Du kannst es jetzt schön immer mitmachen. Ich brauche die zwei Perspektiven. Das ist schon okay so. Wenn es mal schnell gehen muss, dann kommt die halt alleine oder wenn einer da ist. Aber weißt du, ich brauche mal ein bisschen Testosteron hier. Was soll das denn heißen? Alter, die Schnauze, ich habe 5 Mädchen. Den ganzen Tag umgeben von rosa Haarspangen. Na, wenn du mehr Testosteron brauchst, solltest du ihn aber rausschicken. Was soll denn das jetzt heißen? Sie grinst. Mhm. Frodo. Na, jetzt Maul aufmachen, ihr Böden. Ladies first. Also, pass auf. Es
Also der Typ, der damit im Zusammenhang steht, hat wohl eine ganze Weile bei irgendwelchen, also konnte auf jeden Fall irgendwie mit der Worry in Verbindung gebracht werden. Der hat wohl auch. Womit steht er nochmal in Zusammenhang? Mit den Biestern, diesen Viechern. Naja, genau. Der hatte wohl Kontakte in irgendeine Richtung von so einer Bank und bla, also irgendwas, was hatte, aber dann, das hat aber, also diese ganzen Geschäftskontakte sind dann aber vermutlich recht, also sind dann wohl recht abrupt abgebrochen. Was für eine Bank? Sie sagt ihm das, welche das war, irgendwie hatte der Typ das gerade nicht richtig gesagt. Na, woran erinnerst du dich denn jetzt? Also ich meine... Was hatte der denn jetzt gerade nochmal gesagt? Er hat nur gesagt, dass sie auf jeden Fall Richtung Worry und auch da Kontakte hin hatte. Irgendwie ins Finanzwesen. Und Sharks, aber er hat niemals eine Bank erwähnt. Doch, die Bank hat er erwähnt. Er hatte erst Kontakt mit solchen Bankleuten. Dann hat er den Kontakt abgebrochen. Genau. Und dann musste er sogar noch was bezahlen, wegen der Verträge, über die man das da alles geregelt hat. Und genau. Diese Bank hat er in Verbindung mit organisierten Verbrechen gebracht. Ja. Da du nicht nachgefragt hast, kannst du ihm auch nur das sagen. Genau, also sie konnte mit organisiertem Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Ich nehme mal an, dass es hier bitte Bank einsetzen war. Das war ist ja recht klar, welche das war. Da gab es ja nur eine, die müsste ich jetzt nachgucken. Achso, ja, doch, der hat ja die genaue Bank gesagt. Ja, das ist so eine Igor-Bank, das stimmt schon. Und der Kontakt ist, also dieser Geschäftskontakt ist dann aber wohl verhältnismäßig abrupt abgebrochen. Und er hat dann irgendwie, musste sogar noch irgendwas drauf zahlen, hat dann wohl engeren Kontakt zu den Sharks gehabt. Seit wann? Was war das? Ein paar Monaten, ne? Seit ein paar Monaten. Mhm. Halbes Jahr sogar. Ja, ungefähr ein halbes Jahr. Ich habe dem Typen gesagt, er soll nochmal weitergucken. Ich glaube, das war noch nicht alles. Was denkst du, wie schnell das jetzt geht? Weiß ich nicht. Der junge Mann ist ein bisschen angeängstigt bei der ganzen Situation. Der braucht ein bisschen länger wahrscheinlich. Pussy. Das sind die Jungs aus dem Konzern. Auf jeden Fall, Alter. So viel zum Stand der Dinge. So. Das ist also der Moment. Ich habe mich immer gefragt, wie er sein wird. Hätte es mir irgendwie ein bisschen geil vorgestellt. Ja, so. Okay, geht los. Habe ich dir doch gesagt. Ich glaube trotzdem, dass das noch nicht alles war. Boah. Du meinst, der findet jetzt noch raus, dass er sich dann vor 3 Wochen doch von dem Typen dann wieder wegbewegt hat und wieder hin zur Bank oder was? Nein, aber ich denke, dass es zumindest sein kann, dass das irgendeine Art von Strafe war, weil der Mist gebaut hat oder irgendwas anderes und deshalb quasi hin musste. Und deswegen wird er verheizt. Ja. Wenn das Kind Verräter ist, dann hält sie den abgeschlachtet. Also es ist ein Verräter. Fertig ist Halak. Vielleicht wusste die das auch nicht. Die muss schon verdammt gute Gründe gehabt haben. Naja, die hatte... Um das vor ihren Leuten zu rechtfertigen oder nicht. Warum? Die hatte auch einen von Yegors engsten Vertrauten mit auf ihrer Lohnliste. Warum soll es nicht umgekehrt sein? Engsten Vertrauten? Das war ein Wagenschieber, ein Trüffelwagenschieber. Der ist aber sehr nah an ihm rangekommen. Engste Vertraute, Alter, nein, das nicht ist engste, heftig. Ja gut, nicht engste Vertraute, aber zumindest jemand aus seinem nahen Umfeld. Naja, also hat sie offenbar die Fähigkeit, Verräter sich ranzuholen. Ich verstehe einfach nicht, warum du denkst, dass uns Yegor in den Arsch ficken will, wenn fucking Florina schon den Inferno-Dildo ausgepackt hat und das Gleitgel vor unseren Augen in die Tonne schmeißt. Und du willst jetzt böse auf
fucking ihr groß Stiefel gucken, ob du Flecken findest und dabei bückst du dich so lange, bis Florina das Ding so weit reinschiebt, dass es zum Maul wieder rauskommt. Das sage ich nicht. Ich sag nur, dass wir vorsichtig sein sollten. Das ist alles. Na klar, müssen wir vorsichtig sein, aber ich verstehe einfach nicht, warum jetzt, mit welcher Begründung sagst du denn jetzt, wir müssen warten, da steckt noch mehr dahinter. Gibt doch überhaupt keine. Ich sag nicht, wir müssen warten. Ich sage nur, dass ich glaube, dass da noch mehr drin ist, dass da noch mehr hintersteckt. Ja, aber warum glaubst du das denn? Ich könnte dir jetzt viele Einzelheiten nennen. Ich habe schon mit dir darüber gesprochen. Ich will diese Einzelheiten nochmal hören. Der wird gerade aus sämtlichen Konzernen rausgekickt. Ja. So. Irgendwo innerhalb der Worry rumpelt's da gewaltig. Er hat wenig Vorteile von uns. Ja, aber wenn er aus allen Konzernen rausfliegt, warum soll er sich dann auch aus den Gangs, die er noch hat, rausfliegen lassen? Guck mal, das ist doch das, was ich gesagt hab. Yay. Das ist ja auch das Logische. Weil wir vermutlich bald in eine Situation kommen werden, in der wir mehr Hilfe brauchen werden, als er uns liefern will. Und weil dann liefert er die Hilfe halt einfach nicht. Deswegen muss er uns ja nicht trocken ficken. Ja, aber auf diese Art und Weise kann er, vielleicht hat er auch mit irgendwem einen Deal gemacht. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass da irgendwo ein Deal ist. Mit irgendwem. Entweder mit den Bullen oder mit irgendwem anders. Der weiß doch genug über uns, um seinen fucking Arsch zu retten. Ja, aber warum sollte er das dann nicht machen, nachdem er uns noch benutzt hat, um Florina zu zerbumsen? Oder, du weißt schon. Mal anzurempeln. Weil wir nicht wissen, wie der Scheiß-Deal aussieht und weil er vermutlich weiß, dass wir das sowieso tun werden. Weil ja jetzt noch nicht viel passiert ist. Ja, aber warum sollte er sein erstes Bollwerk gegen die Barbaren aufgeben und schwächen, wenn er es auch danach machen kann, wenn dieses Bollwerk schon von ihr zerfickt wurde? Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Teil dieses Deals ist, dass die Partei, mit der sich da gerade verbündet hat, oder mit der er diesen Deal abgeschlossen hat, möglicherweise ihm dann später auch helfen wird. Und noch hat er ja nichts uns gegenüber nichts Offenes getan. Das heißt, er muss noch nicht damit rechnen, dass wir uns gegen ihn wenden. Na gut. So, Kaban, was ist deine Einschätzung? Ich bin da bei dir. Ich finde das auch nicht plausibel, was sie sagt, muss ich gestehen. Okay. Hattest du das Gefühl bei der ganzen Sache, wo du von diesem Magier gebumst wurdest, dass, keine Ahnung, dass, hast du irgendeine Idee, warum Igor uns damit ficken wollen würde? Kein Plan. Das Problem ist, ich bin nicht tief genug in allen Geschäften drin. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber du hast ja jetzt die Infos mit Julio beschafft. Ja, aber das ist ein Ausschnitt. Ich kenne die ganzen anderen Verwicklungen nicht. Ich weiß nicht, wie lange Igor mit uns zusammenarbeitet, was er tut, wie er tut und wo er alles mit uns rumhängt. Ich bin nur Prospect. Hey, super. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich sehe auch nicht den logischen Grund, warum er das tun sollte. Wenn du keine Ahnung hättest, hätte ich dich ja nicht hier reingeholt. Ich denke, was wir zumindest im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass Igor keine Freunde kennt und auch keine Loyalität. Na gut. Igor sieht eine Zahl über deiner Stirn oder über deinem Kopf. Und wenn die Zahl positiv ist, dann behält er sich dabei. Und wenn die Zahl ausgeglichen ist, überlegt er sich das. Wenn die Zahl 0 ist, überlegt er sich das. Und wenn die Zahl negativ ist, stößt er dich ab. Ich glaube, was anderes kennt er nicht. Das meine ich auch, aber ich weiß noch nicht, ob wir, also ich sehe nicht, dass wir negativ sind momentan. Das ist nämlich das Ding, ich verstehe einfach nicht, also er kann noch Profit mit uns machen und müsste uns erst dann ficken, das heißt uns vorher zu ficken macht keinen Sinn, das heißt wir gehen jetzt von Florina aus. Frischling? Mhm.
Du packst ja schon mal ein paar Drohnen ein. Und eine Knifte. Und was zu fressen, Koffein, ein Sitzkissen, Pornos. Wofür? Sag ich dir gleich. Ah, pack schon mal, ich komm da nochmal. Mhm. So eine Viertelstunde brauchst du erst eine Weile. Für wie lange soll ich unterwegs sein oder für welchen Auftrag? Pack schon mal den ersten Kram zusammen und dann quatsch ich dir mal mit dir. Okay. Ich guck Jojo eben kurz einmal an, so von wegen so sorry, dass ich dir in den Rücken gefallen bin. Sieht nicht böse aus. Gut. Und ja, dann das ist doch ihr scheiter Mann, der will Meinungspluralität, weißt du wie? Ja, das war aber trotzdem so, sie hat mehr Ahnung davon und, ne? Und mit Meinungspluralität meine ich, er will jemanden, der ihn bestätigt. Aber, wenn du raus bist, so, in einer Stunde ist Kapelle. Da will ich den verklickern, dass Florina die Bones ausgelöscht hat, und zwar mit deinen Infos. Und ich erwarte, dass du hinter mir stehst und du musst nicht nicken, aber das Maul halten musst. Ich halte mein Maul. Ich werde auch sagen, dass wir uns daran erinnern müssen, dass der Ficker gefährlich ist und man nie ganz sicher sein kann. Aber das war's dann auch. Nischt deutet in die Richtung, Jekor. Nischt. Das sind alles wildeste Spekulationen, während wir für den anderen Scheiß Beweise haben. Und ich weiß nicht, wo dein Bauch hierfür herkommt. Ich weiß nicht, was Fedor gemacht hat. Ob er dich beim Dart beschissen hat oder so. Keine Ahnung. Aber alles, was du mir halt immer erzählst, ist so, ich glaube. Und was hat der Vater immer gesagt? Genau, glauben kannst du in der Kirche, aber da wirst du vom Pfarrer gefickt. Wie gesagt, ich werde das Maul nicht aufmachen, ich werde die Klappe halten. Ich glaube trotzdem, dass da ein Deal läuft. Und dass wir der Preis sind. Sollte der Zeitpunkt kommen, kannst du dann sagen, ich hab's doch gesagt. Aber ja. Erst wenn wir alleine sind. Erst wenn wir alleine sind und ich hoffe, ich muss es nicht sagen. Musst du auch nicht. Ich weiß nicht, was die Weiber mit ihrem Bauchgefühl haben, aber es ist halt auch meistens Bullshit. Würde ich so nicht immer sagen. Ach komm, so. Du rufst jetzt schon mal alle langsam zusammen. Die Alte wollte ja auch noch irgendwas von mir. Er steht auf und geht zu seiner Alten. Jo, ihr schickt eine Rund-SMS, Kapelle in einer Stunde. Easy. Bei ein paar Leuten oder bei einem muss er dann nochmal rein, weil der hatte sein Kombi gerade im Akku und du weißt, hat das nicht mitgekriegt und bla. So, Kapelle, der wird nur genau das sagen, mehr wird dann nicht mehr passieren, das passt. Hm. Feuchenende. Wohl Feuchenende. Penis Garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis. Die Musik ist von Lamprey mit dem Tete Parasite auf dem Album The Green Grass und von The Cheese Mites mit Cheese Mites und Peace Garage. Das Videobild ist von Evo Chibi mit Tildumster, rechter Scheiß. In der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ihr kleinen Knusperhasen und Häsinnen.